Das ist die Infanterie-Rick, die alleine ankommt nach über 80 Kilometer Solo-Ricks auf der 5. Klasse, 133 Kilometer auf der 50. Etappe Rönke. Ihren Ausweisversuch mit dem Tageserfolg in der Residenzstadt. Da ist die 62. Julia Heliokova vom Team Kia Pro-Cycling hat sich da eingereiht, hier mit dem dienstgrünen Bergtrikot. So in Orange, Justine Ekierde und Ricarda Bauernfeind stehen da bereits schon. Wir warten noch auf drei Trikots. Sparkasse, das Nachwuchstrikot mit Femke Giritze, Sprint, Femke Markus, beide Niederlande und gelb natürlich Lotto Thüringen, das Trikot der gesamtführenden Alexandra Bentley. Ja, und ich möchte auch Hallo sagen zu Hanka Kupfernagel ist hier. Hanka, hallo. Grüß dich. Dörpendorfer Berg, am Hankerberg war sie da natürlich hier, hat sie gesagt, letzte Etappe lässt sie sich nicht nehmen. Da ist sie in Altenburg auch mit dabei und wird anfeuern. Wenn Sie schon so sportlich hier an Start und Ziel stehen, lieber Herr Bürgermeister, haben Sie uns noch was mitzuteilen oder den Fahrern mit auf den Weg zu geben? Naja, eine gute Fahrt auf jeden Fall, einen guten Start hier auf unserem Markt. Die Leute sind da, die Altenburger sind da, freut mich sehr. Ich wundert euch nicht über mein Interesse. Ich mache für den Skatstadt-Marathon schon ein bisschen Werbung, der hier bald stattfindet. Und ich freue mich, dass die Frauen überhaupt hier sind. Und wie gesagt, wird ein toller Tag, dreimal über den Markt. Dann Ziel um 16 Uhr war es. Ne? Also liebe Altenburger, alle zurückkommen, wer mal kurz bummeln geht. Videoleinwand ist da, wir können alles verfolgen und dann mal schauen, ob wir in 2 Jahren uns spätestens wieder hier treffen. Ne? Also allen maximale Erfolge. Danke, lieber Herr Oberbürgermeister Neumann. Dirk, wie viele Minuten haben wir noch? Lass mich mal genau drauf schauen. 13.39 Sekunden. 6 Minuten zeigt Marina Müller an. Das ist da mein Timekeeper in diesem Falle. Timekeeperin. Und jetzt schau mal, jetzt sind alle 6 Wertungstrikots. Vorne Sparkasse, Femke Giritze, Femke Markus im pinkfarbenen B&H-Trikot und in gelb. Lotto Thüringen, die 2, unsere Leaderin Alexandra Manley, Australien. Ja, und Ihr Bürgermeister hat es gerade eben erwähnt, wir haben eine Videoleinwand jetzt. Das ist die Neuerung im Jahr 2022. 5 Minuten noch bis zum Start. Wir haben eine Videoleinwand. Da hinten sehen Sie sie, wenn Sie in Richtung Bühnenwagen schauen, zur rechten Hand. Und da Live-Bilder. 3 Motorräder, die die gesamte Strecke begleiten. Wir werden alles live hier sehen. Also ein schönes Public Viewing können wir uns hier gönnen. Keiner muss nach Hause. Ja, Dirk, die Herrschaften da oben im Fenster haben zwar den schönen Platz über den schönen Blick über den Platz, aber sie können nicht auf die Leinwand schauen. Hallöchen. Also ich werde mich heute mit Sicherheit hier hinstellen, habe ich guten Blick auf die Videowand. Ja, da bitte ich doch darum, denn du begleitest das ja jetzt wirklich ständig auf der Videoleinwand. Also wie gesagt, Herrschaften, bleiben Sie hier, direkt Kommentare und Erläuterungen von Dirk Lunk, der Stimme aus Recklinghausen. Seit 25 Jahren übrigens. Seit 25 Jahren der Herr da oben.
3 Minuten noch. Die letzten 180 Sekunden werden wir hier digitalisiert. Und die Tourdirektorin mit dem Oberbürgermeister von den Wertungstrikots frustriert sich nochmal. André Neumann. Traditionsgemäß ziehen wir gleich alle rückwärts. Zwei Minuten bis zum Start. 120 Sekunden. 2 Minuten. Die letzte Minute bricht an. 60 Sekunden noch bis zum Start der finalen Etappe. Sechste und letzte Etappe der 34. Lotto Thüringen Ladies Tour. Sekunden noch. Eine halbe Minute. Ja, da wird im Feld der Fahrerin noch mal gefeixt, gelacht. Für viele heißt es also Montag wieder an die Arbeit oder trainieren. Achtung. 10, 9, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Startfrei zur 6. Etappe. Da habe ich mich jetzt mal vorweggenommen. Die 6. Etappe, 104 Kilometer, mit 86 Jahren und aus 18 Nationen. Plus Etappe der Lotto Thüringen Ladies Tour. Ja, in was für einem schönen Rahmen findet das heute statt. Kein Regen mehr, Sonnenschein, angenehme Temperaturen. Ich glaube, wahrscheinlich genau die richtigen Temperaturen für die Fahrerinnen. Also, liebe Radsportfreunde, bleibt schön hier und schaut mal auf die Videowand da drüben. Da sehen Sie alle Live-Bilder und das wird komplett auf diesen 104,3 Kilometern der Fall sein. Aber wir haben ja auch noch mal 3 Zieldorfer. 2 als Sprintwertungen und dann natürlich... Thank you.
Thank you.
Schnellkurve von Gerät. Vom Marathon über den Halbmarathon bis hin zum 400 Meter Kinderlauf, also für alle ist was dabei. Und übrigens auch nochmal am großen Teich von 10 bis 17 Uhr Kinderfest im Park des Sports. Und da hat sie auch noch einen tollen VIP-Gast, André Lange, Goldmedaillensieger bei Olympia im Bob, und zwar viermaliger Bobfahrer. Der wird dort also auch zugegen sein im Zielbereich von 9 bis 13 Uhr. Also toller Tag, der 11. Juni, Samstag in einer Woche, ab 9 Uhr. Und ich habe aufs Gesamtergebnis geschaut, wo Matilde Vitello zu finden ist. Sie ist 44. der Gesamteinzelwertung mit 29 Minuten Rückstand, das ist da brennt nichts an. Was Bestes kann der Mannschaft Bike Action plötzlich gar nicht passieren, wenn jetzt vor meinem Ausfeld wie weit zurückliegt im Gesamtklassement. Da müssen sie nicht so viel arbeiten im Feld. Wenn eine Fahrerin da vorne raussprintet, die unter den ersten 10 ist, da ist natürlich dann Alarm angesagt. Da müssen sie sofort reagieren und nachsetzen, wie gestern ein paar Mal. Also die Mannschaft liegt im Augenblick mit der Führenden und der Startnummer 105. 29 Minuten, nicht Sekunden, als 44. der gesamten Einzelwertung zurück. Mathilde Vitello mit der 105 vom Team liegt die Führende im Moment auf der 6. Etappe. We'll be right back.
Südpolsch die Königsetappe vom Gang zunächst neutralisiert. Julia Kiryakova, Ukraine, und das reicht, das wird reichen, das ist die Siege in der Königsetappe, der fünften Etappe durch die Residenzstadt Chota, fährt sie jetzt ein als Siegerin, und sie schafft es tatsächlich, das gelbe Dambata Nacht auf 2 und 3. Yeah, there are still 2 more bony sprints, so it will be very close. It's the gap is only 4 seconds, so yeah, we have a plan for it. We hope that there is a early breakaway that they can take the seconds. But yeah, if there is not, then I need to go full gas for it to sprint for those seconds. No rest day. I will help the team.
With Sanne, we have a good position in the GC, so we will keep it and maybe a little bit more. Yeah, so help Sanne. I think it's going to be a big fight today. I think a lot of teams are going to try and throw everything that they have left at us. But I think we've got the numbers and the girls and the legs to just hold on. We want to hold on to the GC and the pink jersey. And, you know, we want to go for the stage too, but if we can. But the GC is the most important for us. If everything is fine in the end of the day, there will be two big stage races for Australia, the Giro and the Lotto Touring Ladies Tour here. So does this give an extra kick of motivation for you? Yes, definitely. Watching Jai go in the pink jersey is super special. And like, I know it's not the same, but it's so nice to see the Aussies on top. And yeah, we hope we can finish it off today. Also, da ist sie jetzt als Vierte mit auf die Bühne. Es fahren also Anna Christian, Großbritannien, Liz Holden, Annette King, Alice Towers. Etappensiegerin, die mit knappen 4 Sekunden das Ziel erreichte. Das sind die 5 noch verbliebenen Fahrerinnen von Akea Pro Cycling. Vor den Wertungstrikots postieren Sie nochmal an den Neumann. Aber Sie können nicht auf die Leinwand schauen. Hallöchen. Ich habe von euch schon gehört. Ich könnte mich heute nicht aber ich guten Blick auf die Videoband. Ja, dann bitte ich doch darum, denn du begleitest das ja jetzt wirklich.
Thank you.
Vater lacht, 3 Sekunden Zeit und der Flowstop für die Gemeinschaft hat Gelbe noch abgefangen, aber das werden wir gleich sehen. Aber das ist natürlich jetzt die Creme de la Creme, die da vor mir fällt. Vater lacht.
mit dem Bierkrug in der Hand, so muss das sein. Und schön. Da kommen sie jetzt schon auf die Zielgerade eingebogen. Und von vorne geht die Post hier ab. Es ist wieder Bike Exchange. Es ist Bike Exchange WNT zweite. Und auf Platz Nummer 3 war das wieder Falken. Und die Kirche noch mal aus dem Sektor raus. Das wird mit den Kohl in Führung. Jawohl, Alexandra Wendling von vorne. Gewinnt diese Etappe und kommt von der Menge. Cheerio, wohlbekommt, Prost, Skull. Julia, Kiryakova, Ukraine, und das reicht, das wird reichen, das ist die Siege in der Königsetappe.
Das fünfte Etappe durch die Residenzstadt Kota fährt sie jetzt ein als Siegerin. Und sie schafft es tatsächlich. Das gelbe Dambata lacht auf 2 und 3. Hey. So, erstmal ein kräftiger Schluck. Oh. Thank you.
Is dat hier op peloton? Ja. Hé, is dat hier op peloton? Ja, een half. Een half peloton, hè. Dan moet ik even voor de water, hè. Hier links, hier links. Taxoneren, taxoneren. Taxoneren. Martha, a very strong second place.
Your team did all they could to make maybe the stage win possible. Describe the last 1,000 meters. Yeah, I mean, they were so great. When we catch the break, inside was MG. And before Lisa, she moved me to the front. And then MG take over and she bring me in really good position. But yeah, Alexandra is super strong and I gave my best to have this winning. But yeah, it is what it is. And I'm super thankful for my whole team, because they did amazing job today. And actually whole week they did super great job for me. And I'm super happy because it's second place in general classification. And it's my first time in my life I'm in such a big race on the podium in GC. And I'm super thankful for this and grateful. Yeah, it's amazing. Congratulations. Thank you. Thank you so interview for the TV? So the stage winner, the overall winner, Alex Manley. So your fourth stage win, what an amazing final. What did your team do to make this happen? They rode the front all day. They were on every move. They controlled the race. I just got to sit and be patient and go for it on the final climb and into the finish. And yeah, I didn't do much. They just controlled the race for me. And I'm so thankful. Did you have a good feeling all day long? Because I think the last lap here was pretty active. There were a lot of attacks and then there was this group and so on. Did you always think, okay, we will do it, they will do it? I always had confidence, but it's a bike race, you never know what's going to happen, and I was really just trying to stay focused and keep switched on so I didn't crash or do something silly. But my teammates were incredible today and every day of this week, and I'm just so thankful. So now you take back home 2 jerseys. Will you be back here next year? I'm not sure. If the team puts it on the roster, yeah, maybe. So thank you for being here and good luck for the rest of the season.
Von vorne das Gelbe und ich denke mal, das wird schwer. Walter Lacht dahinter. Und Zanadi mit Rüben. Das war ja auch. In the group, anyway, which group it is? Yeah, we tried to make an active race and I tried to get away a couple of times, but in the end they didn't let anything go too fast, so it was a bunchman and then we still got a podium, so we can be happy. Yeah, that would have been my question. I think you can be happy, you know, you're second on the stage. What is your resume of the week? Yeah, I think we can be happy with the week. We got some good results, for sure. We wanted to win a stage. We didn't manage that, but we will come back for this next year, for sure. And for you personally, it's a tour in Germany. You are German, so how was your feelings through the week? Yeah, it's always super great to race on front of home crowd, and I'm always super happy to come back to Thüringen. So, it was really nice, and I was also quite pleased with my shape, also on the climbs. So, I'm really happy with the week. Okay, thank you, and good way home. Also ohne können Sie sich anmelden. Also nur www.startstadtmarathon.de. Ja? Dann können Sie sich anmelden. Am 11. Juni, also Samstag in einer Woche, geht es los. Und nicht nur ein Marathon, sondern auch ein Halbmarathon. Ein Paar-Staffel-Marathon. Ich hätte gerne gewusst, was das ist. Ein Paar-Staffel-Marathon. Also bedeutet es, dass ein Paar unterwegs sein wird. Vielleicht hat sich jemand angemeldet zum Paar. Staffelmarathon. Zweimal Halbmarathon. Zweimal halb. Er laufe ich doch gleich ganz. Er laufe ich doch gleich voll. Wie? Ach so, ich verstehe. Ach, zwei verschiedene Läufer. Ha, ein Paar. Also es muss nicht Männlein, Weiblein sein. Ja? Sondern es könnten zwei Kerle sein, zwei Damen und die. Ah, verstehe. Die laufen jeder einen halben Marathon. Jetzt hätten wir das auch geklärt. Haben auch viele nicht gewusst, oder war ich der Einzige hier? Haben Sie auch nicht gewusst. Wenn man das nicht mehr 13,3 Kilometer laufen, gibt es einen 5,4 Kilometer Fitnesslauf, einen 3,6 Kilometer Schülerlauf, einen 4 Kilometer Meterlauf. Und für alle, die überhaupt keinen Bock auf Laufen haben, ja,
die können einfach auch nur walken. Das können wir auch. Im Halbmarathon 13,3 und 5,4. Mensch, sensationell. Und übrigens, sie hat einen tollen VIP-Pass, der dort sein wird. Beziehungsweise auch bei diesem zweiten Event, den sie auch noch am gleichen Tag haben. Und zwar am großen Teich von 10 bis 17 Uhr, Kinderfest und Tag des Sports. Wer wird da sein? Ein vierfacher Goldmedaillen-Olympiasieger im Bobfahren, André Lange, wird hier sein. Also sensationell, was hier alles für Gäste, was in Sachen Sport in Altenburg getrieben wird, ist sensationell. Und ich finde das so herrlich, wirklich. Sie können es leider nicht so schön sehen wie ich, aber ich sehe das alles komplett hier. Das ist ein Traum von vorne bis hinten. So, ich denke, die Fahrerinnen sind da. Wir können beginnen. Die letzte Vorbereitung läuft. Und dann sehen wir auch den Kurfürst Friedrich und die Kurfürstin Margarete, die hier sind. Und vorhin habe ich euch gesehen, also ganz weltlich sozusagen. Irgendwo haben sie sich ein Bierchen gegönnt, ein Radler und ein Hennes. Ja, aber nur eins. Nein, stimmt gar nicht, ne? Das war eine Apfelschorle. Ja, ja. Und ihr wart garantiert bei uns am Saalfelderstand hier. Unsere Sponsoren, die wurden verpflichtet dazu, da hinzugehen. Schließlich geben die uns sehr viel Geld in die Hand. Also, gleich geht es los. Die sechste und letzte Etappe und somit auch die letzte Siegerehrung mit allen Wertungstrikots, mit den ersten drei Plätzen der 34.